bedeutet eigentlich Dun Mora? Dun steht in der Elfensprache für Festung, sowie Drach in der Sprache der Norkain. Dun Mora war eine der zwei großen Grenzfesten der Hochelfen. Bis ihre Verteidiger sich Hoffnungslosigkeit und Selbstmitleid hingaben und die Lichtgötter verfluchten. Die Göttin Elen strafte sie und ließ Dun Mora im Sumpf versinken. Heute ist es ein Ort, an dem die Murir Dienst tun, die Ausgestoßenen der Elfen. Sie absolvieren dort die Prüfung des Leids. Sie verteidigen die Ruinen von Dun Mora gegen die Dämonen des ewigen Sumpfes. In der Hoffnung, irgendwann wieder Ausgang von Finanir zu finden. Verlieskolonie? So könnte man es wohl nennen. Holt sie euch! Wo ist die Botschafterin der Elfen? Ich weiß es nicht, Bürger. Sie hat euch aufgesucht. Ah ja, ich erinnere mich. Sie wollte mir helfen, ein Heilmittel gegen die Seuche zu finden. Sie zog aus, um eine Schlangennessel zu suchen. Ein sehr seltenes Kraut, das vielleicht ein Heilmittel sein könnte. Aber sie kam nie zurück. Also ist sie dort, wo dieses Kraut zu finden ist. Sucht danach, wenn ihr wollt. Aber ich fürchte, es ist sinnlos. Was soll's, es ist die einzige Spur, die ich habe. Es wird doch jemanden in dieser Stadt geben, der weiß, wo dieses Kraut wächst. Vielleicht wissen die Meister der Gilden mehr. Soldaten hier. Führer, die Seuche hat viele getroffen und den Rest hat der Mut verlassen. Was wisst ihr über die schwarze Schlangennessel? Nie gehört. Aber ich bin Soldat, kein Kräuterkocher. Fragt einmal Handwerkermeister Cardogan. Er hat viel gesehen von der Welt. Da werdet ihr vielleicht fündig. Seid gegrüßt.
Habt ihr einen Auftrag für mich? Ja, da hätte ich was. Töte 10 Oger vor der Stadt. Und ich werde mein Leben und ein gutes Wort für euch einlegen. Salut. Habt ihr einen Auftrag für mich? Allerdings. Die Harpien sind eine echte Plage in den Umlanden der Siebenburg. Töte 10 von ihnen und es wird euer Schaden nicht sein. Willkommen bei der Händlergilde von... Erzählt mir über den Markt von Siebenburg. Der Markt? Der Markt ist das Herz der Stadt. Unsere Waren sind das Lebensblut der ganzen Hohenmark. Seuche hin oder her, der Markt hat immer geöffnet. Aber wenn die Seuche eure Käufer fortnimmt, wie könnt ihr dann noch solchen Frohgemut wahren? Ach, seid still. Wer will schon über sowas reden? Schaut euch lieber um. Genießt das Leben. Solange ihr noch eins habt. Was wisst ihr über die schwarze Schlangennessel? Schlangennessel? Nie gehört. Da sucht ihr aber nach einem recht exotischen Kraut. Erkundigt euch mal bei General Redmund. Als Soldat kommt man ja viel herum. Vielleicht kann der euch weiterhelfen.